Leute, Crimex hier, was geht denn, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu Fortnite und heute gibt es mal wieder eine richtig krasse Folge von Hide and Seek. Und zwar, Leute, ihr könnt schon sehen, heute in der Marvel Avengers Edition, denn wir sind als Doctor Strange im Doctor Strange Haus unterwegs und wir müssen alle Avengers finden, die sich hier verstecken, Leute. Aber ich bin heute nicht allein unterwegs, die Jungs kommen jetzt hier gleich mal nacheinander rumgelaufen. Lasst auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert. Und zwar heute mit dabei Iron Man, den wir heute suchen werden. Aha, Iron Man, versteck dich besser vor Doctor Strange. Dann haben wir als nächstes Captain America. Wird sich hier auch noch in meinem Haus verstecken. Raus aus meinem Haus, Junge. Dann als nächstes. Wer kommt hier als nächstes die Treppe runter? Deadpool. Oha. Deadpool, zwar noch keiner von den Avengers, aber wer weiß. Das kann ja noch werden. Hier versteckt sich auch in meinem Haus. Dann der nächste. Wer ist hier noch dabei? Dann haben wir, oh Leute, Thor darf natürlich auch nicht fehlen bei den Avengers. Hier, pass auch bloß besser auf, wenn du dich hier versteckst. Wen haben wir hier noch als nächstes? Kommt als nächstes, keine Ahnung, Black Widow oder sowas? Oh, Spider-Man darf natürlich auch nicht fehlen. Spider-Man, auch du, versteck dich besser gut hier vor Doctor Strange in dem Haus. Und wen haben wir noch? Los als nächstes. Wer kommt? Ja, der Hulk? Was geht? Amir? Ja. Amir, ich bin auch ein Superheld. Amir, wir machen heute Avengers-Episode. Ich hab kein Avengers. Was, hast du keinen Marvel-Skin? Nein, hab ich nicht. Oh, was? Leute, Amir ist so eine Schmalspur. Warum muss immer einer kommen, der... Egal, Amir, du darfst trotzdem mitmachen bei Hide and Seek. Also Leute, heute Spezialedition. Wir sind im Haus von Dr. Strange. Ich bin richtig gespannt auf die Map. Vielen Dank an Dark Trouble und an sein Team. Vielen Dank fürs Bauen. Und Leute, wer das Ding hier gewinnt, denjenigen, den ich als letztes finde, der darf sich wie immer was im Itemshop aussuchen. Also strengt euch besser an. Ihr habt jetzt 2 Minuten Zeit, um euch zu verstecken. Ich gehe raus aus dem Dr. Strange Haus und dann würde ich sagen, let's go, geht es los, Leute. Wir lassen die anderen sich jetzt mal verstecken und dann beginnt hier die Suche im Doctor Strange Hide and Seek Haus, Leute. Oh, Leute, wir gehen jetzt aber erstmal in den geheimen Waffenraum von Doctor Strange, wo ich jetzt hier die Leute erstmal aus meinem Haus rauswerfen werde. So, wir nehmen hier eine goldene Pumpgun und eine goldene Scar nehmen wir noch. Oh, goldene MK7 schmeckt doch auch, Leute. Und weil es lustig ist, nehmen wir noch ein Scharfschützengewehr. Ich hoffe, die anderen sind jetzt besser gut versteckt, Leute, weil wir werden die jetzt aus unserem Haus rauswerfen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, jetzt geht's los. Und ey, schaut mal, die haben ja sogar die Straße nachgebaut, Leute, weil das Haus von Dr. Strange ist ja hier mitten in der Stadt. Habt ihr vielleicht bei Avengers Infinite War gesehen, wo die auch hier gekämpft haben, hier vor dem Haus quasi, als dieser Handlanger von Thanos angekommen ist. Oh, Leute, ich bin so ein Marvel-Fan. Wir öffnen jetzt mal hier die Tür. Oh, Leute, was geht denn jetzt hier ab? Dr. Strange in seinem Haus. Ich bin richtig gespannt, Leute, wie das läuft. So, da jetzt in dem neuesten Spider-Man-Teil, da war ja hier irgendwie so Achtung, Schnee und so. Achtung, bitte verlassen Sie das Anwesen. Hä, hey, was ist denn jetzt hier für eine Durchsage? Das ist mein Haus, Junge. Oh mein Gott. Leute, ab jetzt 20 Minuten Zeit, Countdown, die anderen zu finden. Normalerweise, hey, was ist das denn? Man kann es. Oh mein Gott, Leute, schaut euch mal an. Hier, das allein nur der Eingangsbereich können hier schon übelst viele, gibt es hier eigentlich schon übelst viele Verstecke. Und wie verwinkelt ist das denn hier mit den ganzen Treppen und so? Ich sehe ja hier jetzt schon gar nicht durch. Und weil das Haus nämlich so schwierig ist und so viele Verstecke hat, machen wir heute so eine kleine XXL-Episode. Und zwar 20 Minuten Zeit. Oh, da oben, ich sehe doch schon, da kann man reingehen. Und hier hinter das Bücherregal kann man ja auch noch gehen. Uiuiui, Leute. Uiuiui. Also Dark Trouble und sein Team, die das hier gebaut haben. Kuss, Kuss, Kuss geht raus. Leute, die machen hier sogar so Geheimgänge sind hier. Und das ist erst gerade mal der Eingangsbereich. Oh Gottes Willen, Leute. Oh Gott, wo soll ich hier überall schauen? Dann schauen wir mal hier hinter das Bücherregal. Geheimtür auf. Hä? Alter, wie crazy ist das? Amir, hör auf mich zu pranken. Ich weiß, dass du nicht hier bist. Ich weiß, dass du nicht hier bist. Hörst du mich, Max? Ich bin hier irgendwo im Haus versteckt. Amir, hör auf, über die Sprechanlage hier zu sprechen. Amir, noch fühlt er sich. Noch denkt er, er ist krass, aber... Leute, das wird sich hier noch ändern. So, wir gehen jetzt mal hier in diesen Geheimgang hier rein. Alter, das ist dieser Keller, wo Spider-Man die Bösewichte eingesperrt hatte, Leute. Also ich muss echt sagen, hier das Bauteam, die haben das so geil gebaut, die Jungs. Oh mein Gott, ja genau, hier in diesen Zellen wurden ja die Bösewichte von Spider-Man, also die Gegner quasi eingesperrt. Ey, wie krass ist das denn hier? Also auf was sie alles geachtet haben. Weil das Ding ist auch, Leute, an sich sieht man ja das Haus von Dr. Strange nie so mal ganz. Man sieht ja immer nur in verschiedenen Filmen gewisse Ausschnitte. Deswegen ist das jetzt eigentlich umso cooler, dass wir hier so durchlaufen können mal. Ey, das ist wirklich cool. Was denn hier mit der... Was hat es hier mit der Eiscreme auf sich? Eiscreme war hier, okay. Naja, gut. Also hier sehe ich jetzt zumindest mal keinem in diesem Kellergefängnis. Aber es kann natürlich sein, dass hier noch mehr so... Warte mal. Hier ist doch irgendein Knopf gerade erschienen, den man drücken kann. Hä? Bin ich gerade lost? Hier wurde doch hier gerade so ein Knopf angezeigt. Ist hier so ein versteckter Knopf irgendwo in der Wand?
Oh Gott, Leute. Ich merke schon. Achtung, Achtung, hier ist Amir. Der macht eine Durchsage. Bugs, du bist eine Schmalspur. Ey, Leute, Amir hat hier die Sprechanlage für sich in meinem Haus entdeckt. Ey, das gibt's doch nicht. Okay, wir müssen weitermachen. Also auf jeden Fall, das ist schon mal sehr krass. Im Eingangsbereich jetzt hier irgendwie noch keinen wirklich gefunden. Warte mal, hier unter der Treppe. Und oh, bin ich denn jetzt hier? Ah, okay. Hier unter der Treppe noch einmal schauen. Nicht, dass wir hier jemanden vergessen. Oh, Leute, hier hinter kann man ja auch noch gehen. Lol, warte mal. Hier kann man ja... Das ist ja auch nochmal ein Bereich, den wir noch gar nicht gesehen hatten. Ey, das ist... Das ist wirklich crazy. Das ist wirklich crazy, Leute, wo man hier überall hin kann. Okay, wir müssen jetzt aber hier echt mal weitermachen. Das war ja gerade mal der Eingangsbereich und wir haben uns jetzt allein hier schon 3 Minuten aufgehalten. So, hier hinter der Treppe glaube ich auch keiner, aber wir müssen uns... Man muss halt langsam machen, Leute. Ich bin lieber so jemand, ich gucke beim Hide-and-Seek-Spielen eher mal langsamer. Ich will auf jeden Fall Amir finden, weil der so frech ist, Leute. Ich mache lieber langsamer, anstatt dann, dass ich 5-mal überall schauen muss. Schaue ich lieber einmal richtig. So, warte mal. Eigentlich müssen wir Etage für Etage gucken. Dann machen wir hier jetzt. Gehen wir... Oh mein Gott, was ist das denn hier für eine Bibliothek hier, für eine Bücherei hier? Oh nein, Leute. Schaut euch das mal an. Hier können ja überall Leute sein. Hier zwischen den Bücherregalen können die einfach überall sein, die Paulberger. Shit, ey. Raus aus meinem Haus, Avengers. Ey, das gibt's doch nicht, ne? Das gibt's doch nicht. Hier oben kann man ja auch nochmal hin. Was ist das denn hier? Irgend so ein Dachboden. Achtung, Achtung. Crymax, du bist so schlecht. Wenn du mich finden solltest, gibt es 10.000 V-Bucks. Aha, okay. Warte mal, aber ich habe hier gerade jemanden steppen gehört. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, Leute, aber ich habe hier gerade jemanden steppen gehört. Ich werde euch finden und vor allem dich, Amir, du kleiner Paulberger. So, okay, dann machen wir hier mal weiter. Ich habe Angst, dass hier irgendeiner zwischen diesen Regalen hier sitzt. So auf ekelhaft. Wisst ihr, wie ich meine? So hier auf dieses ganz ekelhafte. Okay, hier... Also Dr. Strange, sein Haus ist wirklich Endgegner, was Hide and Seek angeht. Habe ich schon irgendjemanden übersehen? Ich weiß gar nicht, Leute. Schreibt es in die Kommentare, wenn ich an irgendjemandem vorbeigelaufen bin. Hier mal gucken. Es können ja auch hier überall so... Geheimtür. Hier kann man irgendwie eine Geheimtür zumachen hier bei dem Ding. Ich drücke den Knopf, aber irgendwie passiert hier nichts. Hier sind auch überall so Knöpfe für so Geheimtüren und so. Und diese Artefakte. Diese Dr. Strange-Artefakte. So irgendwie so ein Amulett und sowas, mit denen man so Sachen machen kann. Also das ist wirklich sehr, sehr crazy, die Maps. Sehr, also mit einer der krassesten Hide-and-Seek-Maps, die ich bis jetzt gesehen habe. Hier aber auch niemanden gesehen. Das heißt, wir gehen weiter, Leute. Leute, die Zeit läuft. 15 Minuten noch. Die ersten 5 Minuten sind weg. So, und Dark Trouble meinte nämlich auch schon zu mir, also der Mapbauer, 15 Minuten werden mir diesmal nicht reichen. Deswegen habe ich 20 Minuten gesagt. Aber ich glaube, auch 20 Minuten werden mir hier gefühlt fast nicht reichen. Das ist ja so eine kranke, crazy Map, Leute. So. Ey, an alle Avengers. Hörst du mich? An alle Avengers hier in meinem Haus. Bin ich schon an irgendjemandem mal vorbeigelaufen? Ja. Nein. Okay, Amir, ganz. Nein! Oh mein Gott. Sag mal so, du bist über mir hergelaufen. Okay, okay. Du bist da, wo du hingehörst, und zwar du warst unter mir. Okay, das sind jetzt schon 2 Leute, die sagen, ich bin über die gelaufen. Warte mal, was ist das denn? Leute, wir sind hier in diesem Portalraum von Dr. Strange. Wo die Portale einfach... Ey, das ist ja wirklich krass. Hier kann man in so andere Maps reingehen. Oh mein Gott, Leute. Dann gehen wir mal hier in die Eiswelt rein. Ha? Ey, also das ist wirklich die krankeste Hide-and-Seek-Map, Leute. Wir können hier sogar in Dr. Strange Haus in diese Portale reingehen, wo auch nochmal Leute versteckt sein können. Bro, das ist... Es ist zu viel für mich. Ich glaube, ich werde gefühlt keinen einzigen finden. Oh mein Gott. Jetzt laufen wir hier durch so eine kleine Eiswelt. Stimmt, aber Leute, in diese Eiswelt, da hat Dr. Strange ja dieses eine Monster reingeschickt, wo dann so mäßig der Arm so abgeschnitten war, weil er wieder zurückgehen wollte, als er im Park war, wo der Hulk nicht rauskommen wollte. Ich denke, ihr kennt alle die Stelle, Leute. Ihr kennt doch alle. Wer die Avengers-Teile und so nicht kennt, Marvel-Filme nicht kennt, der hat was verpasst, Leute. Ihr wisst, MCU Beste. So, aber ich glaube fast... Ich glaube fast, hier ist niemand. Oh, steht er da rum bei mir? Ach. Nee, aber das hier in der Eiswelt ist, glaube ich, keiner. Ich glaube, hier ist keiner. Leute, wir müssen weiter, wir müssen weiter. Oh mein Gott, die Zeit läuft. Wir müssen weiter, ey. Dann gehen wir mal hier rein, in diese Welt. Der hat doch Pumpgum switched. Hä? Sieht der mich etwa? Ich höre dich, Minion, ich höre dich. Wie du gerade Waffen gewechselt hast, dass du angekommen bist, durchs Portal wieder zurück. Okay, das heißt, Amir muss da irgendwo in der Nähe sein. Aber egal, wir lassen uns jetzt von Amir hier nicht verunsichern. Wir gehen jetzt erstmal, hier kann man doch bestimmt irgendwo ins Wasser reinfallen. Hier in diesem Wasserteich. Hier gibt es doch bestimmt irgendeine Stelle, wo man reinfallen kann. Das ist doch hier das älteste Hide-and-Seek-Versteck der Welt. Hier einmal, ja, es war klar, es war klar. Okay, wir sind hier, aber hier ist niemand versteckt, hä?
Oh mein Gott, Leute. Hier ist wirklich ein Versteck und ich dachte, ich würde jemanden finden, aber da ist niemand. Ich werde so, ey Leute, ich glaube, ich werde gefühlt wirklich keinen einzigen finden. Oh mein Gott, ist das crazy hier. Oh mein Gott, ist das crazy. Okay, dann gehen wir. Achtung, Achtung, iCrimex, kommen Sie bitte zurück zum Portalraum. Ey, Armin, halt bitte deine Schnauze. So. Wir müssen weiter. Es bringt alles nichts. Wir müssen weiter zurück ins Portal. Aber es ist wirklich, Leute, ihr merkt, es ist wirklich unfassbar schwierig. Es ist wirklich die krasseste Hide-and-Seek-Map seit langem, die ich wirklich seit langem gesehen habe. Jetzt hier sind wir hier noch einmal in der Wüste drin. Schauen wir noch hier einmal durch, ob jemand hier drin ist. Ich glaube es aber gefühlt auch nicht. Ich glaube, die sind alle irgendwie im Haus. Und die haben das nur gemacht, um hier Zeit zu schinden, um mich hier durch die Wüste zu schicken. So, laufen wir hier einmal am Rand entlang. Schauen wir einmal. Oh. Ey, Tor, Junge! Tor, Tor, Tor. Tor, willst du mir sagen, wo deine Avengers-Freunde sind, ha? Ich glaube, ich weiß, wo einer ist. Du weißt, wo einer ist? Also, ich vermute es, ja, weil er ist eigentlich sehr... Okay, dann sag mir mal ein Versteck. Sagen oder zeigen? Sagen. Okay, wenn du in den... ich bin aber nicht sicher, kann sein. Wenn du in den Keller gehst, da wo die Gefängnisse sind... Ja. Da ist, ich glaube, links an der Seite Fackeln und da geht die Treppe dann unter dir auf. Und da, glaube ich, ist einer deswegen drin. Ist dieser Geheimgang. Okay, Tor. Wir haben einen Verräter. Ich wiederhole, wir haben einen Verräter. Leute, Tor musste leider trotzdem dran glauben, weil ich es nicht geschafft habe. Aber Tor Ehrenmann, weil er mir verraten hat, wo Avengers sein könnten. Und wir wollen die aus unserem Haus rauswerfen. Es sind zwar unsere Freunde, aber die haben genug Party in unserem Haus gemacht. So, oh mein Gott, die Wüste ist auch richtig ekelhaft hier, was die Verstecke angeht. Ich habe mich hier gefühlt allein schon jetzt verlaufen in der Wüste. Wir schauen hier noch einmal durch, aber ich glaube auch... Es würde mich sehr stark wundern, wenn hier noch jemand ist. So, okay, hier ist keiner mehr. Leute, weiter geht's, wir müssen weiter. Wir müssen uns noch diesen Geheimgang mal anschauen. Oh nein, wir haben noch 10 Minuten, die Hälfte ist jetzt schon rum. Die Hälfte der Zeit ist schon rum. Okay, dann würde ich sagen, meine Friends, es geht... Warte mal, ist dahinter noch was? Nee. Es geht weiter, wir müssen weiter. So, Portalraum. Dann, dann gehen wir hier mal auf den Dachboden oben drauf. Oh mein Gott. Der Dachboden, Leute. Allein das hier, das kennt man auch aus dem Film. So crazy gemacht. Also wirklich so geil, hier mal durch das Haus zu laufen. Hier ist der Umhang, Leute. Wie cool ist das denn? Und hier so Artefakte und sowas. Hier iCrimex-Logo, Odoman-Bauteam und Odoman-Logo, ja. Odoman hat ein gutes Bauteam, muss man auf jeden Fall nehmen lassen. So, jetzt ist hier die Frage. Ist hier jemand auf dem Dachboden? Kann man hier vielleicht irgendwo reinlaufen? Ist hier irgendwo so ein Versteck, von dem ich nichts weiß? Sieht hier so aus, wenn hier keine Verstecke, aber ich glaube das irgendwie nicht. Als ob hier so eine gesamte Etage keinen Versteck hat, Leute. Das glaubt ihr doch wohl selbst nicht. Hier bei diesen Paulbergern. Kann man hier in das Bild reinspringen? Piu, 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 piu. Ja, Armia. Freu dich nicht zu früh. Kann man hier in die Wände rein? Mich würde es auch nicht überraschen, wenn man hier irgendwo so in die Wände rein... Warum ist diese... Geheimtür? Hier ist schon wieder eine Geheimtür, die ich geöffnet habe. Oh mein Gott. Hä? Schau mal, man muss diese Fackel aktivieren und die Fackel. Bro, das ist das krankeste Hide and... Man muss hier richtig nachdenken, weil die Fackeln andere Farbe hatten. Leute, das ist... Wenn du mein Versteck siehst, dann wirst du einfach... Obwohl, du wirst mich eh nicht finden. Du wirst mich eh nicht finden. Es ist halt real zu dem Talk, Leute. Es ist die krasseste Hide and Seek Map ever. Ich höre hier auch jemanden bei mir in der Nähe steppen, aber er ist nicht hier. Ach, ja, deswegen. Leute, wir müssen mehr diese Geheimdinge aktivieren, Leute. Weil das war auch vorhin in diesem Kran oder dieses Artefakt, was da war. Weil da habe ich nicht drauf geachtet. Da habe ich einfach nur gedrückt und habe mich gewundert, warum nichts passiert. Okay, wir müssen weiter. Langsam verstehe ich diese Map hier. Ich verstehe hier die Logik. Warte mal, dann lass nochmal zurück. Ich höre die hier in den Wänden. Die sind hier irgendwo in den Wänden drin. Die Frage ist nur, wie wir da hinkommen. Hier ist der Portalraum. Achtung, ein Crimex ist ein Schmalbuchsucher. Ja, Armin, Leute, ich werde Armin noch finden. Ich habe halt wirklich bis jetzt erst eingefunden, ist schon über die Hälfte der Zeit rum. Also, ich bin gerade nicht so wirklich gut. So, warte mal. Wir drücken hier einmal dieses Ding. Ah! Hä? Jetzt bin ich hier, aber ich höre auch die Steps hier. Ich sag dir ehrlich, Max, mein Versteck ist einfach das asozialste für den Sucher, was es gibt. Ich verstehe das nicht. Ich höre da auch jemanden in der Wand und ich bin schon in einem Geheimding. Deswegen, ich kann sagen, du kriegst 10.000 V-Bucks für mich, wenn du mich findest. Ich verstehe das nicht. Nee, ey, Leute, das darf doch nicht wahr sein. Wie kommt man denn da oben rein? Ich verstehe es nicht. Ich höre da überall die Steps in den Wänden.
Ich verstehe aber nicht, wie man reinkommt. Ja, vielleicht ist der Eingang ja auch nicht da, wo du denkst. Das triggert mich komplett weg. Okay, Leute, vielleicht wir müssen weiter. Wir müssen da, der Tor hatte mir ja nochmal verraten, dass da unten in der Höhle noch irgendwie was gibt. Man auch. Aber ich will nur sagen, wen du gehört hast, das war ich die ganze Zeit. Hm, du bist da, der in den Wänden. Ja, ich bin da in den Wänden. Also Geheimtür schließen. Was hat das jetzt damit zu tun? Dieses Ding hier zeigt mir an, Geheimtür schließen. Ach nee, das ist die Geheimtür hinter mir hier wahrscheinlich. Oder? An der Fackel ziehen. Man muss dann mehrmals drauf drücken. Oh mein Gott, Captain America. Captain America, ich brauche einen weiteren Tipp von dir. Es gibt welche, die auch draußen sind. Draußen? Ah, okay, danke Captain America. Ich muss dich trotzdem leider eliminieren, weil sonst finde ich dir die Leute nicht. Wir haben erst 2 von 5 oder so gefunden. Und wir haben nur noch 5 Minuten Zeit. Die Leute sind auch außerhalb vom Ding. Ja, die machen diese 31er-Politik. Ich dachte, es wäre nur in dem Haus. So. Die Disrespect-Gasse. Wir haben die Objekte nicht... Hä, was? D-King unterstützt das Kidmave-Bauteam hier. Was? Was ist das denn? Würden wir seinen Death Runs... Hä? Der Jungs schießt hier gegen Kidmave-Bauteam? okay, warte. Leute, von den Aussagen hier distanziere ich mich. Was hat mein Baut... was hat das Bauteam hier gemacht? Ich distanziere mich hier davon. Ich weiß nicht, was da zwischen den Bauteams abgeht, aber egal. So, dann gehen wir mal weiterschauen. Allein, dass die hier New York so also jetzt mal Real Rap, wie krank ist dieses Bauteam bitte? Die haben richtig sich was einfallen lassen. Allein auch, weil, wie gesagt, dieses Dr. Strange Haus, das sieht man halt nirgendwo komplett ganz. Ne? Das müssen die aus Filmausschnitten sich zusammengesucht haben und so. Das ist wirklich krass. Habe ich wirklich Respekt vor. Was ist das denn hier? Gleich steige ich aus und hau dir aufs Maul. Okay, die Banane hier dreht komplett durch. Ich sehe hier aber auch ehrlich gesagt auch keinen außerhalb vom Haus. Ey, ich bin einfach lost, Leute. Ich finde hier die meisten Leute nicht. Das darf nicht wahr sein. Achtung, Achtung. Ach, ich wollte einfach nur Max ärgern, weil er durch Fahrspur ist. Ey, Leute, Mann, ich will Amir finden so sehr, das gibt's doch nicht. Max, willst du einen Tipp? Dann ruf ja, ja, ja. Oh mein Gott, okay, warte mal, ich brauche jetzt mal Tipps. Also, wer ist jetzt noch außerhalb von dem Haus? Ich sag mal so. Ich sag so, Talisman ist außerhalb und Eiscreme ist außerhalb. Also, es sind wirklich jetzt noch 2 Leute außerhalb vom Haus? Ja, aber es gibt, wohl auch außerhalb, also innerhalb, jede Menge geheime Knöpfe. Ich will ja nichts sagen, Max, aber ich bin in der Nähe von der Bücherei. Warte mal, sind die vielleicht in den Mülltonnen? Kann man in die Mülltonnen reingehen? Ich bin im Haus irgendwo drin. Okay, also wisst ihr was? Wir werden jetzt hier das Ding mal... Alle, die ich bis jetzt nicht gefunden habe, ihr habt eigentlich jetzt schon gewonnen. Okay? Ich will das jetzt aber hier... Ich will euch trotzdem noch finden, weil es mich interessiert, wo ihr seid. Ich mache jetzt mal so. Diejenigen, die draußen sind, zeigt euch jetzt mal. Wo sind die Paulberge, die hier draußen sind, außerhalb vom Haus? Also ich bin hier vorne auf der Straße. Wo seid ihr? Ach, hä? Wie kommt man denn da hoch, Spider-Man? Spider-Man-Kräften. Womit denn sonst? Hä? Warte mal, er zeigt es mir jetzt, wie er da hochgekommen ist. Yo, ey, also Leute, ey, hopp. Das Auto kann fliegen auf einmal hier. Yo, wie crazy ist das denn? Nein, warte. Bleib im Haus. Spider-Man, das war sehr, sehr strong. Ey, okay, krass. Wer ist der andere, der noch außerhalb war? Jeder bleibt jetzt mal auf seinen Verstecken, außer der, der außen noch war. Einmal bitte zeigen. Ey, wieso, wo hätte ich das denn wissen sollen? Ich bin, also, musste kurz außerhalb, damit ich wieder in mein Verstecken jetzt am Ende des Tages innen drin bist, dann ist egal. Okay, dann machen wir mal als nächstes weiter. Amir, wo bist du denn? Komm mal wieder rein. Ich bin im Eingangsbereich. Die Treppen hoch, ja, hier, okay. Warte. Hallo, komm. Komm, Leute, jetzt zeigt uns... Hä, komm, und da, wir da ist noch Deadpool? Ja, wir haben Doppelversteck gehabt. Ey, Leute, komm mal auf Mann. Das Sofa hier drauf, bitte. Hat das auch wieder so ein Geheimding? Ey, Bro. Warum können denn hier Sachen fliegen, Mann? Hier drin waren wir die ganze Zeit. Ey, das Schlimme ist, ich habe dieses schwarze Rechteck hier gesehen, habe auch hier reingeschossen, aber ich habe einfach nicht gecheckt, wie man hier hochkommt. Also, ich wusste so, irgendwas ist hier. Ich zieh nur Deadpool geht hoch. Ich denke, wie komm ich da hoch? Bro. Aber ey, Jungs, das hättet ihr mir auch sagen können, dass man... Weil hier wird ja nicht mal ein Knopf angezeigt. Nein, du musst aufs Stuhl drauf und dann das Schachbrett angucken. Jumper mal. Muss man jumpen. Ach so, oh mein Gott. Okay, das ist wirklich crazy. Das ist crazy, über das Schachbrett. Okay, warte mal. Das heißt, aber einer fehlt noch, oder? Ja, echt. Soll ich kurz kommen? Ja, zeig mir, wo du versteckt bist.
Also Leute, geisteskranke Map. 10 von 10. Lass dafür mal einen dicken Like da und ein Abo. Okay, Iron Man hat noch gefehlt. Dann zeig mal du, Iron Man, wo du warst. Das interessiert mich jetzt noch. Geh hier hoch. Hä? Boah. Hä? Oha. Bruder, hier oben war ich doch sogar. Lol. Aber, hä, wie ist das aufgegangen? Wie konnte man das aufschieben? Zeig mir, wie man das aufschieben konnte. Bei dem Treppengeländer ist da ein Knopf. Ey, Bro, also es ist ja Real Talk crazy. Kann man das auch wieder zumachen? Ja, irgendwie auch wieder zugehen. Wahrscheinlich, wenn man da im Versteck ist, oder? Es geht da beim Fenster zu eng. Ey, das ist krank. Ey, wie es hier einfach alles verschiebt und so. Also wirklich ein sehr... Ah, warte, hier ist das, hier ist das. Tür schließen wieder. Warte. Irgendwo hier ist so ein verstecktes Ding. Ah, nee, keine Ahnung, wie es zugeht wieder. Aber trotzdem... Sehr, sehr crazy. Also Leute, an alle, die ich jetzt am Ende noch nicht gefunden hatte, als ich aufgelöst habe, ihr habt alle gewonnen. Sehr, sehr kranke Map. Wie gesagt, Kuss geht raus an das Bauteam. Und Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Das soll es gewesen sein. Bis dahin, haut da rein, Leute. Euer Crymax.